Kleiner Nachtrag zu Werner Franz. Er war ebenso schnell wie Didier Küsch in der Höchstgeschwindigkeit. Wer weiß, wie das Wetter in den nächsten beiden Tagen ist. Die schon im Vorfeld heftig kritisierte WM gerät zur Farce. Leidtragende die Sportler, deren Leistungen im Chaos von Morioka untergehen. Eine Riesenscheiße. Katastrophe. Ah, scheiße, wie das Wetter. Regen da oben noch, verflixt die gerade. Naja, da wird halt gar nichts. Geh wieder, wenn das so ist. Vergiss mal die ganze Geschichte, oder? Eine Riesenscheiße. Katastrophe. So, wir bleiben jetzt bei den Herren, sind aber rechtzeitig wieder bei den Damen dann. Na, die kanadischen Damen scheinen heuer wesentlich stärker in Form als die kanadischen Herren. Er hat gesagt, im Slalom komme ich momentan wirklich nicht zurecht und darum verzichte ich gleich auf einen Start in der Kombination. Ich habe gestern mit Hubertus von Hohenlohe gesprochen und der wird hier ein Comeback feiern bei dieser Weltmeisterschaft. Und zwar wird er den Riesenslalom bestreiten. Eine Überraschung für viele Experten. Aus allen 5 Kontinenten kommen die Herren. Und nicht jeder würde von ihnen bei einem österreichischen Schulskikurs unter die ersten 10 kommen. Meistens fehlt doch die notwendige Praxis. Mir fehlt das Training, ich bin seit 2 Jahren nicht mehr Ski gefahren. Beschleunigt, der Schau. Jawohl, außer Auge war. Jawohl, wir haben Gold. Das ist seine Vorweise, das Extreme, die Innenlage. Er legt sie ganz frech ein und wenn es ihm aufgeht, dann ist es so schnell. Ah, heute fällt es ihm, glaube ich, nicht so. Obwohl er da eigentlich schon gut runterlässt, aber einfach nicht so richtig auf Touren kommt. Was ist? Im Stil mancher Skireporter hat sie einfach gefragt am Telefon, was ist? Ich glaube, einer der Brüder Filler, der Steve Mayer, hatte einmal nach einer Verletzung ein solches Problem. Er ist gereift, er ist noch routinierter geworden. Hans, wir sind begeistert. Alles Gute, Helmut Höflinger. Wir wünschen viel Glück und Pech, um Gottes Willen. Ja, schön. Auwe! Ich verliere den Ski, Bernd Arisch! Gibt's denn so etwas? Die Kombination ist Ski, für Bodie Miller vorbei nach wenigen Fahrsekunden. Lass ihn schüss, da liegt einer in der Strecke. Ja, sensationell. Was er da gemacht hat. Hat er einmal nach einer Verletzung ein solches Problem. Isolde Kostner, die ja voriges Jahr 9 Stunden lang in Turin im Windkanal gestanden ist, um die ideale Abfahrtsposition zu finden, die ist in den Gleitstück um einen Hauch schneller. Sie fährt ja unglaublich tief. Erinnert mich in der Hockey immer wieder an den Peter Müller. Ja, der ist richtig, auch so gefahren. Habe ich recht? Hast recht. Schnell, schnell, schnell. Und was ist los? 300. Um 300. 0,1500. Das passt. Der schaut super aus. Der schaut super aus. 600 vorne. Lass nichts anbrennen jetzt, Michi. Lass nichts anbrennen. Gehen wir. Einfach führen für die Österreicherinnen. Götzschon führt zu Herriger. Da kommt die Michaela Dorfmeister mit. 0,14 Vorsprung und geht in Führung. Siehst du einer jetzt am Innenski gelegen? Wieder so ein Fehler. Er hat gesagt, Armin, und das galt auch für dich rückwirkend. Die wahren Helden des Skisports sind die Abfahrer, hat er nach seiner ersten Abfahrt gesagt.
Danke, Robert. 1,36, 1,37, 1,38, 4,70. Hannes Brinkl führt Armenich. Wer verrückt? Ich sag am liebsten, gab er dir der Busserli frei mit so was. Der schaut super aus, der schaut super aus. Ich werde damisch. Innerhalb der nächsten Tage werden diese Weltmeisterschaften noch aufgearbeitet werden. Wir werden stolz sein, wenn sie in die Geschichtsbücher des alpinen Skisports als erfolgreiche, vielleicht die erfolgreichsten Weltmeisterschaften überhaupt eingehen werden.